Gibt es eine Schlange für diesen Dungeon? Stellst du dich an? Nett, dass du fragst, aber nein, ich arbeite gerade. Schreibe einen Artikel über diese Abenteuertrend für das Magazin Crocked. Du hast wahrscheinlich davon gehört. Also gehst du nicht rein? Höchstens, wenn mir mein Redakteur für einen Bonus zahlt. Hey, ich könnte deinen Augenzeugenbericht brauchen, falls du tiefer reingehst. Das kann ich machen. Okay, cool. Ich bin die meisten Abenteuern in der Abende in der Krampus-Bar. Nur zu Recherchezwecken, nicht weil es mir dort gefällt. Lass mich mal blicken, wenn du Zeit hast. Komische Hipster. Bisschen klettern. Ah, da oben ist der Ausgang. Ist dann auch wieder ein Bossmonster vorher? Okay, da kannst du noch Abkürzungen machen. Aber mehr ist es gar nicht, ne? Bloß das Stück hier. Okay, kannst keine Abkürzung machen, das geht ja wieder zu. Magische Schilde. Ein Gegner wird von degenerierenden magischen Schilden geschützt, die man mit zusätzlichen Leisten über ihren Kopf sieht. Magiefähigkeiten helfen dabei, sich schneller zu entfernen. Schwertangriffe degradieren MP schneller. Ah, okay. Ja, gut zu wissen, dass so große Dinger das die Magie schneller aufladen. Hä? Oh! Doch noch mal hoch. Ah, dann geht's weiter. Ah, okay. Ich muss um Spuren wechseln. Wow. Also du musst das gleich schaffen.
Alter, da gehst du noch drauf dabei. Ah, okay. Erstmal so runter. Und dann geht man noch mal rein und... auf die andere Seite kommen und daher das dann drehen. Das ist schon lustiger Rätsel bisher dabei. Tempelding, um den Dungeon abzuschließen. Verlassener Minenschacht. Ja, ich verstehe schon, die Dungeons haben so ein leichtes Zelda-eskes, aber der Rest ist halt eigentlich komplett anders. Hanna verkauft ausgewählte Abend. Also, wie war's? Viel besser. Es war hart, aber die meiste Zeit fühlt es sich so an, als hätte ich das Heft in der Hand. Ich glaube, ich kann das schaffen. Und das Zaubern? Meine Haut kribbelt immer noch. Ich hoffe, das Gefühl wird noch eine Weile bleiben.
Ich war noch nie so konzentriert, als würden alle Rädchen meines Körpers perfekt ineinander greifen. Ich weiß, ganz schön heftig, oder? Ja, ist es. Willst du heute Abend das Dorf erkunden? Ich glaube, es ist an der Zeit. Ich sehe mich mal um, wird ja höchste Zeit. Hinterberg kenne hast du mittlerweile ein paar Leute kennengelernt. Schau dich um, vielleicht triffst du ja jemanden. Dorf Hinterberg zieht nicht nur viele Leute an, denen man sonst nicht so oft begegnet. Viele von ihnen werden dir auch helfen, wenn du Zeit mit ihnen verbringst. Ich habe das große Tagebuch in deinem Rucksack gesehen. Gib mir das bitte kurz her. So, ich habe ein paar Anmerkungen über die Leute hier eingetragen und wie sie dir helfen können. Albert, belgischer Professor, der in Hinterberg Magie erforscht. Alex ist einfach die Beste. Ha. Junger Dani, junger Abenteuerprofi, überragend, aber trotzdem total entspannt drauf. Hauptsächlich deutscher Schäferhund. Gertrude, reiche ältere Touristin, kommt seit Jahrzehnten nach Hinterberg. Vorteil auf Level 1, 20 Hinterbones. Waffenschmiedin aus dem Ort, die eine magische Werkstatt betreibt. Hanna. Ja, ey. Profi-Abenteurerin und DJ aus Ostasien. Künstlerin aus dem Ort, der aus dem Hof heraus Skulpturen verkauft. Henning. Julian, Multiunternehmen aus dem Ort. Deutscher Influencer, kann nicht stillsitzen. Der Kai. Marina, spanische Studentin, die in Hinterberg mehrere Sommerjobs hat. Ehemalige Bergsteiger und TV-Star, trainiert jetzt Neuling in Hinterberg. Renault. Weiß man nicht viel, aber er ist ein Top-Abenteurer. Sam, Profi-Abenteurer mit dem Hang zum Promi-Lifestyle. Thea, Teenagerin aus dem Ort. Travis, Popkultur-Journalist. Er ist nicht gerade scharf darauf, in Hinterberg zu sein. Danke. Die werde ich mir ansehen. Wenn ich es falsch, du solltest einfach mit Leuten herumrennen, die du interessant findest. Es gibt zu viele interessante Persönlichkeiten, mehr als genug für einen Urlaub. Anmerkungen sind nur für den Fall gedacht, dass du dich mal nicht entscheiden kannst oder nicht weißt, wie es weitergehen soll. Tu ihnen, was du willst. Beziehung zu Alex hat sich verbessert, ihr seid jetzt Bekannte. Sache noch, die Geschäfte hier haben nicht die ganze Nacht offen. Geh also besser einkaufen, bevor du losziehst und Party machst. Nähe vom Hauptplatz gibt es eine Apotheke, da gibt es heute kostenlos Tränke. Hier markiere ich das auf der Karte. Ist größer als man denkt. Muss los, wir sehen uns, ja? Morgen, Mittag, Abend, Nacht. Vergeht Zeit, wenn du Aktivität beginnst, zum Beispiel wenn du in den Dungeon gehst oder einem anderen Abenteuer rumhängst. Dann steht es für die Abenteuer am nächsten Tag voraus und geh in die Geschäfte einkaufen, bevor die Abendaktivität beginnt. Haus Theresa. Dem kann ich versingen, Krampus Bar. Flower Gifts. Flower and Gifts. Kartoffelchips, gelbe Blumenstrauß, ein Tütchen von einem lokalen blauen Markt. Ein Sackerl Nüsse. Halt die Schnauze, Alter. Kressesamen, Sonnenblume, lila Blumenstrauß, ein Sackerl Nüsse. Ey, ist so geil, ey. Das ist ja eigentlich nichts Besonderes, ne, aber. Schnellreise. Ey, spielen ist das schon geil. Ein Sackerl Nüsse. Willst du da mal ein Sackerl haben? Was gibt's hier? Merchandise oder was? Hinterberg Souvenirs. Geschichtsbuch, Hoboongas, Puppe, stylischer Anstecker, Pilzhut, Postkarte, Spielzeugschwert, Hinterberger T-Shirt. Was bringt mir hier das? Das ist einfach Giftgeschenk. Legionshop. TP-Snack, Mana-Schnitte, Walkie-Talkies. Ah, ist auch Geschenk. Zahlengitterrätsel, Schlafmaske, Comicbuch, Feuerzeug. Feuerzeug. Ah, da unten geht's nur noch. Krampus Beauty and the Purged. Purged. Wo zur Hölle? Wer ist denn das, Alter? Niemand zwingt mich dazu, ständig unter Leute zu sein. Ich könnte mir abends einfach meinen Film ansehen. Ist angekommen, ich sollte Alex Rath beherzigen Leute finden. Ja, okay. Dann sei doch einfach mal sozial. Nur weil du mahnst. Und da ist es. Kaufen. Panzerung. Schwerter. Achso. Ist es dann stärker? Luisas Schwert. Ah, da unten sieht man ja. Genau, geht auf 18 hoch. Und jetzt geht sogar auf 27 hoch. Spellguard Legends. Slay Tector. 3,9, dann geht's auf 10 hoch. Puh. Also erstmal Schwerter. Wie viel habe ich eigentlich gerade?
Ach Gott, da oben sehe ich es ja, Luisas Schwert. Physischer Angriff 8, magischer Angriff 4. Das ist einfach mal doppelt. Plätze 1, 2, magischer Angriff 11. Höhere Crit Rate. Jetzt haben wir noch 13. Panzerung. Novo Hard? Was soll das denn das? Keine Ahnung, weg damit. Panzerung. Tankware Panzerweste. Okay, vorher mal glaube ich eher 16 abgezogen, oder? Heute geschlossen. Ist das nicht die, die am Berg war? Oh, du bist es. Wie war das Abenteuer da heute? Nicht schlecht. Ich glaube, langsam kriege ich dein Gefühl dafür. Wow. Jetzt habe ich kurz pausiert. Bin mit dem... Hab das Mikro nochmal gescheit hingestellt. Bin mit dem Mikro auf die Leertaste gekommen und das Gespräch war halt einfach rum. Wie gesagt, nicht zu viel los, mit ein bisschen Geschäft würde ich mich also freuen. Nehmen, bevor ich hier rumhänge. Kostenlosen Trank aus der Apotheke holen. Ah, okay. Ja, ich habe auch nichts mitgekriegt jetzt vor dem Gespräch wie ihr. Ist einfach durchgerutscht. Warte mal, wie kam ich auf die Map? Karte. Ah, da soll ich hin. Okay, ich bin also richtig. Kirchenwirt. Warte, ist da ein Portal? Achso, nee, das sind bloß Kunst. Werbetrank. Mittlerer TP-Trank. Finde jemand, mit dem du den Namen verbringen kannst. Hallo? Also. Danny. Sam. Martina. Da ist der Hipster. Thea. Entspannung. Vertrautheit. Okay. So, dann schauen wir doch mal zu Thea gehen. War die Thea das, mit der wir eh schon geredet haben? Nee. Warte, wo zur Hölle bin ich jetzt? Doch ja, da um die Ecke. Na, das sind die zwei. Hä? B4. Verfehlt, C3. Verfehlt, warte, Treffer. B4. David, hast du gerade schon gesagt. Was macht ihr da? Na, was sieht's denn aus? Nachher jede Menge Spaß. Schön Spaß zu haben. Kaum, denn ein gewisser jemand ist nicht richtig bei der Sache. Du weißt, dass ich hier jeden Hinterberg keine Handyempfang habe, ja? Wegen der Magie. Kann sein Online-Spiel nicht spielen, okay? Kannst du dich jetzt wieder um deinen eigenen Kram kümmern? Geschäfte werden bald schließen. Ich habe alles, was ich für den Morgen brauche. Einheimische Kids, es muss spannend sein, hier aufzuwachsen. Wenn ihr mir eine Geschichte anhören, würden sie mein Vertrauter mit Hinterberg bestimmt erhöhen. Ja, Zeit mit ihnen verbringen. Darf ich ein bisschen zuschauen? Ja, klar. Ein Abend mit Hinterberg. Steckst du deine Nase immer in die Angelegenheit anderer Leute? Ich find's bloß echt cool, dass ihr euer Spiel mit Magie spielt. Wenn ich dich so sehr störe, kann ich auch gehen. Nein, schon okay. Wir sind sowieso nie wirklich ungestört und David versucht ständig, seine eigenen Schiffe zu versenken. So, du wirst also mit den Einheimischen abhängen, um deinen Urlaub irgendwie authentischer zu machen. Richtig geraten? Erwischt. Ja, dachte ich mir. Mach dir nichts draus. Du bist diese Woche nicht mal die Erste. Willst du uns eher irgendwas fragen oder so? Wie ist es mit Magie zu leben? Du meinst, wie das Leben als Jugendliche ohne Handy ist, weil wir hier keinen Empfang haben? Es könnte nichts spannender sein. Naja, das nervt echt. Hat sich hier in der Berg stark verändert?
Die Touristen kommen erst seit etwa 3 Jahren in solchen Massen, oder? Hat sich seitdem viel verändert? 3-mal darfst du raten. Hipster, entschuldigt. Die nächste öffentliche Toilette ist in der Dorfgasse. Danke. Wir hatten auch schon vor der Magietourismus. Die Leute kamen hauptsächlich zum Skifahren und Wandern. Ja, jetzt sind es nur 10-mal mehr und sie scheinen zu glauben, wir Einheimischen wären ihre persönlichen Fremdenführer. Sollen sie doch hier Dungeons gehen, wenn sie unbedingt wollen, aber hier leben auch normale Leute. Sonst noch was? Geht jemand mal in Dungeons? Ich gehe, nein, danke. Ich gehe manchmal wandern, dabei schaue ich mir auch gerne die Monster an, das reicht mir. Zaubern ist aber ziemlich nice. Und wenn schon. Fragen habe ich nicht, danke ihr zwei. Na, haben wir einen offenen Hindelberg authentischer gemacht, vielleicht sogar magischer? Ja, ehrlich gesagt schon, ich war echt neugierig, wie das Leben hier ist. Tut mir leid, falls ich euch damit auf die Nerven gegangen bin. Ist schon gut. Wenn du dich revanchieren willst, könntest du bleiben und einen Schiedsrichter für uns spielen. Ich glaube, Thea schummelt. Und schöner See. Tag 2, Nacht. Ansehen ist auf 10, Unterhaltung auf 0, Vertrautheit auf 5, Entspannung. Zu einem schönen Urlaub in Hinterberg gehören 4 Dinge. Entspannung, Unterhaltung, deine Vertrautheit mit dem Dorf und dein Ansehen als Abenteurerin. Nachdem, wie du deine Abende verbringst, erhöht sich die sozialen Werte. Dein Ansehen erhöht sich auch, wenn du einen Dungeon abschließt. Du wirst schnell bemerken, dass einige Bewohner erst Zeit mit dir verbringen wollen, wenn dein Wert besonders ausgeprägt sind. Außerdem musst du bei einigen Waffen oder Panzerungen einen der Werte bis zu einem bestimmten Punkt verbessern, damit du sie effektiv einsetzen kannst. Duft des schweren Holzes und ungewöhnten Waschmittelmarken schlägt mir entgegen. Fühle ich mich in diesem Zimmer wie zu Hause. Ende Tag 2. Level erhöht. Trauer plus 20, Ansehen plus 10. Ah. Werte, neue Fähigkeit, Abrissbirne, Dungeon abgeschlossen plus 5. Hinterbons, okay. Erledigte Monster, Grubenwitwe, Hubaungas, Kobold und Percht. Hören Sie mal ins Bett, heute war echt anstrengend. Alter Fernseher mit Kabelanschluss könnte ganz nett sein, nachher ein bisschen aufzubleiben, mir irgendeinen Schmarrn anzuschauen. Schmarrn. Erst angekommen, morgen sollte ich echt nicht müde sein. Ich tue gerade so, wie ich sowas nie gehört hätte, ne, aber. Mir ein Buch aufs Zimmer gebracht, Abenteuer in Hinterberg. Eigentlich wäre es ganz nett, noch ein bisschen aufzubleiben und zu lesen. Erst angekommen, morgen, leider. Okay, Bett gehen. Tag 3, morgen. Moin. Nichts geht über ein gütmütiges Frühstück im Urlaub, auch wenn es nur ein einfacher Buttersemmel ist. Hey, was dagegen, wenn ich mich kurz zu dir setze? Setz dich. Setz dich ruhig, Klaus. Ich bin nur mal bei dir vorbeischauen, ich habe mir den Kopf drüber zerbrochen, was letztens passiert ist. Klaus wird ganz schön nervös. Schon merkwürdig, wenn man jemanden, den man aus dem Fernseher kennt, so sieht. Kriegt den Mund kaum auf und selbst dann weiß er nicht recht, was er sagen soll. Als das Ganze vor 3 Jahren losging, dachte ich, hier würde was ganz Großes passieren. Dann meinte ich nicht Geld oder Besucher oder all das. Ich kann mich erinnern, wie ich mir das erste Mal ein sogenanntes Monster sah. Öffnet sich eine ganze neue Welt, die es zu erkunden gibt. Und ehe man sich versiegt, schicken wir jeden Tag haufenweise Abenteuer in diese seltsamen neuen Orte, ohne Rücksicht auf Verluste. Job war ich nicht scharf. Als der Bürgermeister den mir angeboten hat, habe ich gedacht, besser als jemand anders. Das ist okay. Hat mir selbst ausgesucht, du kannst nichts dafür. Unvorsichtig, dass dir unter dir eine Aufsicht passiert wegen mir. Du hast mich da rausgebracht. Ohne dich hätte ich es nicht rausgeschafft. Ich bin froh, dass es dir gut geht, Luisa, wirklich. Das Erdbeben hat ein ganz schönes Chaos hinterlassen in einem Ausmaß, das dir die Öffentlichkeit verschweigen. Von den Doberkugeln sind Dungeons im Moment nicht zugänglich, aber die Reparaturarbeiten laufen. Sie werden ihre Geldquelle nicht versiegen lassen. Danke, dass du mir zugehört hast und ich habe etwas für dich, falls du bleiben wirst. Ein alter Notfall-Pager, der auch unter deiner Lawine funktioniert. Er kann sogar die magische Störung hier durchdringen. Wenn ihn, falls du mal vorzeitig aus deinem Dungeon raus bist, dann lass ich dich sofort von jemandem ins Dorf bringen. So, Klaus hat sich verbessert. Bei Gelegenheit meinem Tourismusbüro würde mich interessieren, wie es bei dir weitergeht. Auf zur Doberkugel, der Gelee-Tunnel. Die Glimmer Boys. Diesen Dungeon war ich auch, besser gesagt am Eingang bei den 3 Türen, wo man die Abrissbirnen zaubern muss. Musste ich aufgeben, ich habe die Zeit übersehen und meine Schicht hat begonnen. Zum Glück hatte ich einen Pager, der einen aus dem Dungeon bringt. Es wäre total schwierig gewesen, die Leiter wieder raufzukommen. Grubenwitwe bewachte den Ausgang, oder? Hast du sie gesehen? Ja. Ich wusste nicht, dass das Monster so genannt wird, aber ja. Ganz schön fies, oder? Ich wette, du hast sie nur mit deinem ganzen Amuletten besiegen können.
Mein ganzen was? Was ist dein Amulett? Du weißt nicht, was ein Amulett ist? Oh. Sind magische Schmuckstücke. Man hat sie immer bei sich, zum Beispiel in einem Rucksack oder in einer Bauchtasche. Die verleihen dir verschiedene Kräfte. Ich habe eins, das eine kleine Explosion auslöst, wenn ich einen Gegner besiege. Am liebsten sind die beiden. Nimm sie, ich habe mehrere. Perfektes Ausweichen, Boost auf physischen Angriff. Kannst du deine Ausrüstung Amulette verwalten? Amulette sind dann im Inventar. Beide kannst du mit Arena bekommen. Ganz einfach in Geschäften kaufen. Wer das Amulett Boost auf physischen Angriff? Ah, okay. Es gibt zwar viele Plätze, aber die verbrauchen mehr Plätze. Es gibt Leute, die an wichtige Wissenschaft aus Amuletten machen. Einfach die aus, die Spaß machen können oder die meiner Axt etwas mehr Wumms geben. Weißt du schon, welchen Dungeon du heute angehen wirst? Irgendwelche Tipps? Du kannst zum Berggipfel wandern. Der Gipfel selbst ist sehr gefährlich. Vor dem Gipfel ist ein kleines Labyrinth aus Bergkiefern. Wenn du es da durchschaffst, kommst du zu einem genialen Dungeon. Denk dran, falls du noch die Berge erkundest, kannst du jederzeit anderswo hingehen und später zurückkommen, wenn etwas schwierig für dich ist. Zwar schildert die gefährliche Orte kennzeichnen, aber vertraue am besten einfach deinem Bauchgefühl. Ich werde im Kiddyland bei der Station sein, falls du einen Tipp brauchst, kannst du jederzeit vorbeikommen. Bin ich hergekommen? Hier draußen fühlt sich unendlich. Umsehen und Dungeons, einfach einen Aussichtspunkt suchen, wo ich mich zurücklehnen und den Nachmittag verstreichen lassen kann. Ich weiß, wohin ich als nächstes gehen soll, kann ich jederzeit mal dich nachfragen. Ne, wir gehen zum Jelly Dungeon, oder? Der ist. See. Na, das geht da schon wieder ab. Die Touris werden auch immer aggressiver. Gelee-Tunnel, sehr schön. Ja gut, es gab glaube ich bloß zwei Wege. So, da kann ich rasten oder was? Danke, stell für einen ruhigen Nachmittag. Einfach nur die Landschaft genießen. Wenn man statt einen Dungeon zu erledigen, damit könnte ich vermutlich meine Entspannung steigern und die kühle Bergluft steigert bestimmt meinen TP. Vielleicht später. Nee, wir machen nur einen Dungeon hier. Ich kann ja eigentlich speichern. Tagebuch. Ah da, speichern. Ansehen, Vertrauen, Entspannung 0. Okay, das muss ich dann damit auch aufbauen. Wer bist du schon wieder? Schon eine blaue Säge, einfach weiter diesen Holzsteg hoch. Was seid ihr für welche? Na? Hallo? Jetzt. Ein paar Minuten aus, dann gehe ich in den Dungeon da drüben. Hallo, jetzt. Ein paar Stunden zu gehen und dazu zu genießen, so beruhigen. Wandern ist großartig. Ja. Ah. Oh, ich kann noch einfach drüber gehen. Ja, yeah, go. Oha.
deswegen Gelee Dungeon. Das haben wir schon so gemacht, dass du es nicht von da aus machen kannst. Ah, okay, aber warte, du kannst jetzt ja dann von hier aus. Oh. Nette kleine Tricks hier. Ja, jetzt ziehe ich da dran. Und dann kann ich dann über. Die Dinger müssten auch automatisch zu einem gehen. Okay. Achso, da komme ich auch nicht so auf, ne? Hoch. Bisschen mehr Musik fehlt mir, glaube ich. Wirkt fast ein bisschen zu ruhig. Achso, ich kann nicht einfach drüber springen. Wegstein. Gefunden, wenn du dann noch nicht abgeschlossen hast, dann neu bitte das ganze Abenteuer vom letzten Wegstein. Okay. Speichern. Aber ich glaube, das ist jetzt mal eine Stelle, wenn wir dann schon hier speichern können, wo wir dann sagen, okay.
das ist mal ein guter erster Eindruck dann für euch, die ersten zwei Folgen. Und dann schauen wir mal, ob sich weiterspielt. Lasse ich immer noch offen. Es scheint Spaß zu machen. Oder was heißt es scheint? Es macht Spaß. Und vor allem das Szenario ist halt schon irgendwie ganz lustig. Aber es hat halt echt was so ein bisschen von den alten Zelda-Teilen oder von den alten Games eher. Die, wo so in die Richtung gehen mit so Dungeons und Rätsel. Ein bisschen Ungelenk, ein bisschen Mini, bisschen hier und da was. Diese Fights erinnern auch ein bisschen an Medieval oder so. Wobei da der Kampf echt scheiße war. Aber ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Servus.